Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein Make-up-Thema für dich. Und zwar habe ich euch letztens mal schätzen lassen, was diese Palette hier wohl gekostet hat. Ihr habt meistens so zwischen 5 und 10 Euro geschätzt und damit ein gutes Stück zu hoch. Dieses Teil hier hat 3,95 Euro gekostet und ist der absolute Wahnsinn. Rein auf den ersten Blick natürlich. Die Qualität werden wir heute testen. Und zwar schauen wir, wir haben hier nämlich Puder. Der eine Puder ist aber ein bisschen glänzig, den wir als Highlighter benutzen können. Wir haben hier eine Menge Blush, wir haben einen Arsch voll an Lippenstift bzw. Lipgloss und noch einen größeren Arsch voll an Lidschatten. Damit kannst du wirklich alles machen auf jeden Fall. Und 4 Euro für dieses Teil hier ist mal der Oberhammer. Deswegen werde ich jetzt mal kurz die Base schminken, sprich Foundation und Primer, beziehungsweise Primer und Foundation, so rum, macht's mehr Sinn. Werde ich kurz machen und dann starten wir mit der Review von dieser Palette, weil Puder gibt's drin, das heißt abgepudert wird damit. Die Base habe ich geschminkt und wir starten mit dieser Palette, vorausgesetzt sie geht aus der Hülle raus. Ich bin auch so ein Verpackungsgenie, ich weiß. So, die Verpackung ist natürlich sehr, sehr einfach gehalten. Es ist kein Pinsel oder irgendwas dabei, was ein bisschen unpraktisch ist. Ich meine, klar, für Lidschatten und so weiter hat man Pinsel. Für Lipgloss Pinsel zu haben, ist immer so ein bisschen so eine Sache. Ich habe einen von so einer anderen Palette, den werde ich benutzen, das passt dann schon. Aber das mal als Verpackung, wobei ganz ehrlich, für 3,95 was willst du denn erwarten? Also da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Manko dran stellen, weil ganz ehrlich, also was willst du erwarten an Zubehör, ja? Wir werden starten mit dieser Farbe hier. Die ganz helle werde ich nicht benutzen. Ich werde diese Farbe hier benutzen, leicht cremefarben, und die ist sehr, sehr gelblich. Damit werde ich jetzt erstmal mein Gesicht abpudern. Ich stelle mir die Palette jetzt mal da unten hin. Du hast sie ja gesehen auf jeden Fall. Natürlich wieder mit einem großen Pinsel. Das ist der aus dem Catrice Adventskalender, den ich wirklich sehr, 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 sehr lieb gewonnen habe, was ich wirklich sagen muss, ja. So. Wenn du hier so, dann siehst du hier unten, ja, man sieht es glaube ich schon fliegen so ein bisschen. Also Vorlad ist auf jeden Fall da, aber bei Puder finde ich, das ist nicht ganz so schlimm. Ich meine, bei Puder soll ja auch gut was auf den Pinsel kommen, von daher. Also der Puder, der setzt sich schon, ja, er setzt sich schon ein gutes Stück ab, muss ich sagen. Also er macht die Base auf jeden Fall kriseliger, als sie ohne den Puder ist oder als sie an, ich meine, Puder macht es immer kriseliger, ja, aber als es mit anderem Puder wäre. Geruchstechnisch muss ich sagen, ist der Puder jetzt nicht so angenehm, also er riecht nicht wirklich nach Chemie, aber er riecht auch nicht lecker, also er ist sowieso so ein leicht unangenehmer Geruch, keine Ahnung, also Geruch ist jetzt nicht so irgendwie. Ich mache jetzt mal direkt weiter mit dem Highlighter und mit dem Blush, einfach weil wir uns hier unten mal durcharbeiten. Wie gesagt, das hier ist laut Hersteller zwar ein Puder, aber er ist Glitzer und ich weiß nicht, wer ein Glitzerpuder benutzt. Ich würde es auf jeden Fall als Highlighter benutzen. Genauso hier haben wir zwei matte Blushes und einen glitzernden Blush. Ich will nicht so einen heftigen, ich werde jetzt mal den hellen ausprobieren, hoffe, dass Farbe rauskommt. Wenn nicht, werde ich den dunklen probieren. Aber jetzt als erstes mal mache ich hier ein bisschen von dem hier Highlighter-mäßig. Hier kommt auf jeden Fall Farbe auf den Pinsel. Man sieht es, das ist schon mal nicht schlecht. Ich mache jetzt mein Spiegel hier kurz. Hallo? So. Lass mal schauen. Ja. Ja. Doch, da kommt schon was drauf auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch Farbe drauf. Also du siehst, es ist jetzt dunkler als vorher. Das macht aber nichts. Man kann es auf jeden Fall gut als Highlighter benutzen. Also das finde ich total in Ordnung. Der hat witzigerweise auch weniger Fallout als, obwohl es eine Glitzerfarbe ist, was echt ungewöhnlich ist, der hat weniger Fallout als der hier, wo eine matte Farbe ist. Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Aber hey, man lässt sich auf jeden Fall überraschen. Jetzt gehe ich hier in diesen hellen Blushton mal rein und schau mal. Es scheint auf jeden Fall auch hier, der hat fast kaum Fallout. Das finde ich gut. Es scheint hier auf jeden Fall, dass er gut Farbe abgibt. Jetzt lass mal gucken. Na, der hat schon ein bisschen weniger. Man sieht aber auf jeden Fall was. Und das ist das Wichtige. Ich will ja nicht so mega rosane Backen haben wie irgendeine Anime-Chibi-Figur oder sowas. Das mag ich ja auch nicht. Aber es ist ganz, ganz, ganz zart. Das finde ich gut. Also es ist von der Pigmentierung her, was Blush angeht, wirklich angenehm, weil da ist ja wirklich weniger mehr. Definitiv. Die Augenbrauen werde ich übrigens auch mit dem hier schminken. Und zwar, Augenbrauen kannst du nämlich ganz genauso gut einfach mal im Notfall mit einem Eyeliner. Nee, nicht mit einem Eyeliner, mit einem Eyeshadow, Lidschattenfarbe jetzt hier schminken. Und wir haben hier, schau mal, ist eine dunkelbraune Farbe. Die ist matt. Genauso gibt es natürlich auch in heller. Und die werde ich jetzt hier benutzen und werde da mal versuchen, meine Augenbrauen damit zu machen. Als Pinsel benutze ich hier übrigens einen sehr, sehr dünnen, breiten Pinsel, der sehr fest ist, der sich kaum verbiegt, einfach damit ich hier ein bisschen Präzision drin habe. Da gehe ich jetzt mal hier in die Farbe rein und
werde mir jetzt mal hier versuchen, die Augenbrauen so ein bisschen nachzumalen. Ja, da hat es auf jeden Fall Farbe drauf. Siehst du den Unterschied hier? Aber das ist cool, weil wir wollen ja ein Stückchen Farbe da reinkriegen. Und die Tatsache einfach, dass du halt einfach mit Lidschatten genauso deine Augenbrauen machen kannst. Ich meine, klar, das ist nichts Neues. Aber das ist sowas, was ich ganz gerne mache, gerade vor allem, wenn ich unterwegs bin. Ne? Weil ich denke mir dann immer so, boah, wenn ich jetzt unterwegs bin, ja, irgendwie auf Seminar, im Urlaub, dann hat man immer Angst, okay, im Hotel wird dir dein Zeug geklaut, ist nachher da, verliert man es was, passiert vielleicht am Flughafen, ja? Einfach auch natürlich im Koffer, wenn es reingeschmissen wird, einfach, oder wenn du im Koffer einfach so unterwegs bist, lauf einmal über die Kopfsteinpflaster mit dem Koffer, das kann sein, dass das Ding dann archäisch. Deswegen finde ich immer so schade. Deswegen benutze ich da meistens eine günstige Palette, wo einfach möglichst alles drin ist und wenn es dann kaputt ist oder weg ist, weißt, dann tut es mir nicht so weh. Deswegen finde ich solche Paletten wirklich optimal und da ist es dann auch so, dann nehme ich nicht einen extra Augenbrauenstift mit, da schminke ich meine Augenbrauen einfach mit dem scheiß Lidschatten. Fertig. Also das braucht man nicht, das ist einfach unnötig. Also ich muss sagen, die Farbe hier, die ich jetzt benutzt habe, die hat relativ einen Rotstich drinnen. Ich habe auch, du siehst in meinen Augenbrauen, sie haben jetzt tatsächlich so einen Rotbraun, aber das finde ich nicht schlimm. Ich hätte wahrscheinlich sogar hier den helleren Ton benutzen können, wenn der genauso gut pigmentiert wäre, aber lieber zu viel als zu wenig, weil weniger benutzen kannst du immer bei Lidschatten. Das ist immer bei Blush ist mir immer lieber, wenn es weniger pigmentiert ist. Bei Lidschatten darf der ruhig gut pigmentiert sein, aber da kann ich ja einfach weniger davon benutzen, weil es bei Blush jetzt nicht so einfach ist, manchmal einfach, ja. Jetzt muss ich mir überlegen, weil es gibt hier so unendlich viele Möglichkeiten an Make-up, das wir machen können. Und ich glaube, wir machen heute mal, lass mich mal nachdenken, ich muss mich mal inspirieren lassen. Übrigens prinzipiell mal jetzt von den Lidschatten her, hier die 18 komplett Glitzer, die 8 auch, hier sind die Hälfte Glitzer, die 18 komplett Glitzer, hier sind auch wieder 8 Glitzer und hier sind wieder nur 1, 2, 3, 4, 5 Stück matt und 3 mit Glitzer, das heißt wir haben 5, 6, 7, 8, wir haben 9 Stück in matt und der Rest ist alles Glitzer, was natürlich bedeutet, dass die Base so eine Sache ist. Ich glaube, wir benutzen hier aber mal dieses Orange hier, weil ich es echt interessant finde. Braun und so ist auch okay, aber ich glaube, wir benutzen mal das Orange als Base, weil ich das echt schön finde, muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ich mache das ja einfach spontan immer, ne? Aber ich glaube, das kann hübsch werden. Also Möglichkeiten hast du damit auf jeden Fall genug. Jetzt gehe ich mit dem flachen Pinsel gerade mal hier in diesen Orangeton rein. Schau, dass ich nicht zu viel... Ja, das Fallout schon wieder da, das sieht man dann schon. Also der hat wieder gut Fallout, aber nicht so schlimm. Ich hoffe, dass nicht so viel auf mein Gesicht kommt jetzt. Also hier unten, ne? Damit gehe ich jetzt in meine Lidfalte rein. Ja. Pigmentation ist auf jeden Fall da. Sieht aber schön aus. Also es ist ein schönes Orange. Es ist bisher noch ein kleines bisschen fleckig. Aber das kriegt man noch hin. Dafür kann man ein bisschen noch mehr mit dem Pinsel reingehen und nachher noch mit dem anderen Pinsel drüber. Das machen wir dann eh noch, das zeige ich dir gleich. Jetzt nehme ich einen fluffigeren Pinsel, einen schönen Verblenderpinsel und gehe damit hier in das Rosa, das einfach direkt eins drüber ist und tipps nur so ein paar Mal rein, dass ich einfach so ein bisschen Farbe am Pinsel habe und nicht halt komplett leer auf meinen Augen rumschrub. Und damit gehe ich jetzt einfach hier nochmal ins Auge rein und gehe nochmal so ein bisschen hin und her. Hier am Rand so ein bisschen kreisende Bewegungen. Und dann ist es schön ausgeblendet. Und ihr habt trotzdem das Orange, weil ihr so ganz wenig von dem Rosa auf dem Pinsel habt. Und habt gleichzeitig aber trotzdem einfach ein sehr schön ausgeblendetes Ergebnis. Jetzt nehme ich so ein Applikatorschwämmchen für Lidschatten und nehme dieses wunderschöne Eisblau hier vor. Und schaue, dass ich hier wirklich richtig, richtig viel Farbe drauf habe. Der Fallout ist hier leider auch da. Aber weniger pudrig, falls halt ein glitzernder Ton ist. Also er bleibt mehr an Ort und Stelle haften sozusagen. Damit gehe ich jetzt hier auf die Innenseite von meinem beweglichen Augenlid und schaue, dass ich das in kleinen Bewegungen, in kleinen langsamen Bewegungen drauf mache. Weil wenn ihr langsame Bewegungen macht, dann habt ihr weniger Fallout, dass euch hier unten nachher dran kleben bleibt. Das mache ich jetzt ungefähr so 2/3 vom Auge mit diesem Hellblau und das natürlich wieder auf beiden Seiten. Übrigens mit dem gleichen hellblauen Ton betone ich hier die Unterseite von meinem Augenkranz auf der Außenseite, auch hier ungefähr so 2/3 von außen her gesehen. Jetzt als letztes gehe ich hier in dieses Dunkelgrau rein und schaue auch wieder, dass ich gut Farbe drauf habe auf meinem Applikator und damit mache ich jetzt das restliche Drittel vom beweglichen Augenlid von der Außenkante her, einfach damit ein bisschen Tiefe entsteht.
Schau, dass du nicht zu weit hoch kommst, weil sonst einfach das Orange ein bisschen schade wäre, wenn das ganz weg wäre. Einfach nur so ein kleines bisschen. Auch nicht zu weit in das Blau reingehen, weil sonst einfach der Übergang zu dunkel wird und du sonst zu schnell zu viel vom Auge wieder dunkel hast. Es soll auch nicht irgendwie so sein, dass du hier ganz hell und hier ganz dunkel hast. Es soll wirklich nur sein, dass es ein bisschen dunkler ist, damit einfach ein bisschen Tiefe erzeugt wird. Und als allerletztes gehe ich nochmal hier oben in diesen ganz weißen Glitzerton rein. Schau, dass ich auch hier wieder viel, viel Farbe auf meinem Applikator habe. Und das werde ich jetzt in die Mitte von dem beweglichen Augenlid setzen. Normalerweise kann man jetzt noch Concealer drunter machen. Ich habe jetzt hier keinen und der Lipgloss, der hier einfach in Hautfarben ist, der ist mir einfach zu dunkel, der würde es nicht bringen hier in dem Moment. Dann würde es besser halten. Wir machen es jetzt ohne, weil hier keiner drin ist und es geht ohne auch und dann ist der Effekt halt einfach ein bisschen geringer. Das macht aber nichts. Einfach nur so ein bisschen tupfen. Ein ganz kleines bisschen tupfen. So. Kannst auch ruhig ein bisschen Druck ausüben. Dein Auge ist nicht aus Zucker, das hält es auf jeden Fall aus. So. Fertig. Ich finde, es ist ein richtig schönes, alltagstaugliches Make-up geworden. Und überleg mal, ich habe jetzt hier einfach mal 4 Farben von diesen Farben benutzt. Ja, und du hast hier unendlich Möglichkeiten. Ich muss sagen, klar, der Fallout ist natürlich da, aber das ist jetzt nicht irgendwie übermäßig viel, dass ich jetzt 3-mal drüber streiche und dann ist das Pännchen leer oder sowas. Der Fallout ist wirklich für den Preis in Ordnung und auch mit anderen teureren Markensachen wirklich auch vergleichbar, sage ich mal. Und die Pigmentierung ist definitiv da. Ich habe hier übrigens noch für die Augen als Schlussding einen Mascara. Habe ich jetzt passend den vom Max & More Adventskalender genommen, weil der auch von Action ist, weil ich ja den auch von Action habe. Diesen kleinen Schatz hier, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin echt begeistert von der Palette. Ich finde die echt gut. Ja, doch, doch, die finde ich schon gut. Jetzt mache ich mal noch kurz Mascara hin. Ich habe hier jetzt keine künstlichen Wimpern dran. Oder möchte keine künstlichen Wimpern dran machen, weil ich finde, es ist ein dezentes Make-up mit leichtem Orange und leichtem Hellblau. Klar, mit Glitzer und so weiter, okay. Aber ich finde, es ist nicht so krass, als dass da jetzt künstliche Wimpern nötig wären. Künstliche Wimpern würden hier, glaube ich, einfach too much auftragen im Vergleich zu einem klassischen Mascara. Deswegen benutzen wir jetzt einfach ganz normalen Mascara. Kommen wir noch zum finalen Part, dem Lipgloss-Lippenstift. Ich habe hier so einen kleinen Auftragedinger, ja. Ich hoffe, dass es der bringt, dass er nicht so kacke ist. Aber werden wir sehen. Wäre cool gewesen, wäre da zumindest für die Lipgloss einfach was dabei gewesen. Wäre so ein ganz kleines Teil oder sowas so am Rand oder so. Aber das ist nicht so schlimm. Ich überlege gerade, welche Farbe benutzen wir denn? Ich glaube, wir benutzen... was passt denn hier dazu? Warte mal. Also rot nicht, braun auch nicht, das ist zu pink. Ich glaube, wir benutzen eins von denen hier. Ich glaube, wir benutzen hier den oberen mal. Den finde ich eigentlich echt schön. Gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Hoffe, dass genug drauf kommt auf meinen Pinsel. Ich muss auch ehrlich sagen, der Pinsel taugt nicht so viel, deswegen möchte ich das nicht so viel verurteilen. Und jetzt schauen wir mal, ob das präzise bzw. vor allem auch farbmäßig nicht fleckig wird. Ich muss sagen, ein bisschen fleckig ist es schon geworden, aber nicht so krass. Also wenn man jetzt irgendwie ja, an dir vorbeiläuft, wird man das nicht merken. Wirklich nur, wenn man jetzt direkt hier sagt, boah, hier, guck mich an. Also wenn jetzt dein Partner hergeht und ihr den gerade küssen wollt oder sowas, ja, der jetzt wirklich nah bei dir dran ist, ja, dann der wird es vielleicht merken. Aber jetzt jemand, mit dem du ganz normal redest, der jetzt, sag ich mal, einen Meter Entfernung steht, der wird es nicht bemerken, weil das ist so minimal einfach. Ich muss sagen, der Applikator, wie gesagt, darf jetzt nicht reinbewerten. Der ist halt ein bisschen schlecht. Das ist eine Notlösung. Ich habe leider keinen leeren Lipgloss gerade da. Meine Empfehlung an dich, wenn du diese oder eine ähnliche Palette hast, dann, wenn du einen Lipgloss hast und der ist leer, dann wasch das Ding aus und hebst auf jeden Fall leer auf. Und dann kannst du das weiter benutzen, weil die Applikatoren sind einfach besser als dieses komische Teil hier. Das ist halt einfach nicht optimal, ja. Jetzt aber mal zum Fazit hier von dieser Palette. Ich muss sagen, also variantentechnisch unschlagbar, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast und du hast einfach auch, gut, du hast jetzt von der Base her nicht so viele Möglichkeiten. Ich hätte jetzt vielleicht 4 oder 8 weniger Glitzer gemacht und dafür ein bisschen mehr, ja, matt einfach. Zum Beispiel hier haben wir viele lila Töne. Ich hätte vielleicht eine Reihe lila einfach irgendwie matt gemacht oder hier von den grünen her hätte ich vielleicht auch 2 matt gemacht, dass man einfach insgesamt ein bisschen besser machen kann, weil ich kann jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwie grün mit rosa Base machen. Das
sieht einfach komisch aus, ja. Deswegen, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gemacht an matten Tönen. Aber, ich meine, es reicht auf jeden Fall aus. Du kannst hier die beige Sachen und die braunen Sachen kannst du eigentlich für jede Farbe benutzen. Deswegen ist es auch wieder, sag ich mal, ausgeglichen. Und es gibt einfach unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Die Lipglosses haben eine schöne Farbpalette hier. Viele rosa. Also ich hätte mir vielleicht eins gewünscht, das eher so ein bisschen Richtung Nude geht. Außerhalb von diesem heftigen Hautton jetzt, sondern so ein richtigen... Ja, so ein Zwischending zwischen dem und dem, sag ich jetzt einfach mal, ja. Das wäre ganz cool gewesen. Ansonsten wirklich Sachen, die echt auch tauglich sind. Die fallen vielleicht nicht, aber so viel war alles mit dabei. Hier haben wir einen Highlighter oder etwas, das du als Highlight benutzen kannst. Zwei Puder, die auf jeden Fall das tun, was sie sollen, auch wenn sie sich ein bisschen absetzen. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wenn jemand an dir vorbeiläuft, würde das nicht sehen, nur wenn du wirklich es an dem dran klebst. Hier, diesen hier, ja. Die Blushes. Finde ich cool. Also auch hier wieder, Pigmentation ist sehr gut. Ich muss wirklich sagen, die Palette für 3,95 Euro, Alter, ne? Kauft ihr das Teil. Ich finde es einfach geil, weil die Hauptbereiche hier oben mit den Lidschatten, die sind einfach so, so schön. Und die Pigmentation von den Lidschatten ist halt einfach mal gegeben. Das heißt, du hast hier wirklich auch was, mit dem du was anfangen kannst. Und ich muss eigentlich sagen, ich empfehle dir diese Palette wirklich zum Mitnehmen. Wenn du sagst, ich möchte nicht nur ein, zwei Töne dabei haben, wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich in Urlaub gehe, wenn ich auf Seminar gehe, wenn ich keine Ahnung wohin gehe, ja. Oder wenn ich zu meiner Freundin gehe und einfach nur eine Tasche mitnehme, keinen Koffer und sonst was alles, wenn du einfach irgendwie weggehst, ja, dann ist es einfach praktisch, weil du hast alles in einer Palette. Oder auch für daheim, wenn du sagst, ich möchte nicht 50.000 Paletten kaufen, sondern eine, wo einfach der Lidschatten drin ist. Bam, hier hast du so viele Möglichkeiten. Finde ich einfach geil. Es gibt von der gleichen Marke übrigens auch eins, wo die Sachen hier nicht drin sind, sondern wo, glaube ich, wirklich irgendwie tatsächlich 66 Lidschatten oder sowas drin sind. Gibt es auch als Alternative, wenn du sagst, den unteren Bereich brauche ich nicht, ich möchte nur die Lidschatten haben. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt, wenn diese Awesome Colors Marke, wenn es die Marke ist, glaube ich, dann wird es auch die gleiche Qualität haben. Ich finde es auf jeden Fall cool. Demnächst habe ich nochmal ein, zwei Make-up-Sachen, die ich für dich testen möchte. Und zwar habe ich einmal eine Foundation von Dermacol, die echt heftig sein soll, so richtig der Kraft des Todes haben soll, ja. Die werde ich auf jeden Fall noch testen. Dann habe ich noch magnetischen Eyeliner, das habt ihr euch gewünscht. Den werde ich auf jeden Fall noch testen. Wird ein bisschen dauern, weil ich momentan ein bisschen wenig daheim bin, so Videos drehen. Domi ist viel daheim, was heißt, ich kann keine Videos drehen, die jetzt nicht ohnehin sind, weil ich ihn nicht stören möchte. Ich mache das ja immer, wenn er nicht daheim ist und so weiter, ne. Und ich habe ehrlich gesagt einfach gerade ein bisschen wenig Zeit, muss ich sagen. Also wird noch ein bisschen dauern, aber ich verspreche dir auf jeden Fall, die Geschichten werden noch online kommen. Genauso habe ich noch eine Palette von Amazon bestellt, von dieser Amazon-Marke oder was es ist. Auch eine richtig schöne, so eine richtige Paradiesvogelpalette mit vielen schönen bunten Farben. Die werden wir auch noch testen, auch richtig günstig. Wird aber online kommen, innerhalb von den nächsten paar Wochen auf jeden Fall. Ich verspreche es dir, ein bisschen Geduld haben und dann kommt das Zeug noch. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du eine wunderschöne Weihnachtszeit gehabt hast und hast und einfach mit deiner Familie schön feierst, wie auch immer, wann wer arbeiten muss und Zeit hat. Du weißt Bescheid, na, bei mir haben wir auch immer die Hälfte arbeiten, aber naja. Ich komme schon wieder ins Labern. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und lass mir gerne deine Meinung zu dieser Palette da. Ich bin gespannt, was du sagst und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!